YouTube. Endlich ist ein Spiel draußen, auf das ich schon sehr, sehr lange warte. Pine Harbor heißt das Ganze. Und wir reden gar nicht lange rum, sondern wir starten direkt durch mit einem neuen Spiel. Ist also die Vollversion in Anführungszeichen. Es ist ein Early Access Game, aber es ist nicht die Demo oder irgendein Playtest, sondern die Vollversion. Ich glaube, mittlerweile kann man nur Part 1 spielen. Aber wir schauen es uns an. Ich würde mich über ein wenig Unterstützung freuen. Wir machen auch wirklich alles, was es an Content gibt, in ein Video rein. Und wenn ihr das ein bisschen supporten wollt, bewerten und kommentieren mit dem Hashtag Seuchenmutti. Seuchenmutti in die Kommentare schreiben. Großes Dankeschön an alle, die es machen. Damn, how far is this shithole? Lieber Sohn, es tut mir leid, dass ich nicht bei der Beerdigung deiner Mutter sein konnte. Es tut mir auch sehr leid, dass ich dir nicht gesagt habe, warum ich fortgegangen bin und wohin ich gegangen bin. Die letzten 9 Jahre habe ich wichtige Untersuchungen geführt. Viele unschuldige Leben hingen davon ab. Aber nun denke ich, dass ich es nicht mehr alleine tun kann. Lieber Sohn, ich bitte dich um Hilfe. Bitte komm mich besuchen und ich werde dir alles erzählen. Dann wirst du es alles verstehen. Ich bin in Pine Harbor. Dort, wo alles begonnen hat. Richard H. Teller. 11 Eden Street. Pine Harbor. Da wollen wir hin. Mann, sind die Fenster schmuddelig. Also da muss ja unbedingt mal jemand putzen. Hey, Meister! Wir haben ja hier eine wunderschöne Aussicht, aber die Fenster sind so verschmiert, da siehst du ja gar nichts. Hallo? Yo! Reagiert nicht. Ich bin der einzige Fahrgast hier drin. Yo, Chef. Sind wir bald da? Schweigsamer Typ, hä? Gut, fassen wir mal zusammen. Also, wir sind der Sohnemann und unsere geliebte Mutter ist gestorben und Vater konnte leider nicht zur Beerdigung kommen. 9 Jahre haben wir ihn jetzt wohl nicht gesehen, denn er war 9 Jahre weg in Pine Harbor, um dort wichtige Dinge zu erledigen, denn diese Dinge waren so wichtig, dass Menschenleben davon abhängen. Was genau es sein wird, keine Ahnung. Aber ich denke mal, wir werden es bald erfahren. Und jetzt, nach 9 Jahren Funkstille, schreibt ihr mir diesen Brief hier und möchte wirklich meine Hilfe. Weil ich eben ein guter, gütiger Sohn bin, gebe ich ihm natürlich meine Hilfe. Und darum nehmen wir den ewig endlos langen Weg mit der längsten Busfahrt in einem Videospiel aller Zeiten auf uns auf. Nur weil mein Daddy ein wenig Hilfe braucht. Are we close yet? Hey. It depends where you're headed, sir. Pine Harbor? In about a few minutes. Echte Minuten oder Ingame-Minuten? Irgendwie habe ich so das Gefühl, der meint echte Minuten. Der meint echte Minuten. Oh, wir müssen noch über der Brücke drüber. Geht's nur mir so? Look, it's none of my business, but are you sure it's the right place you want to be? It's an abandoned place. No one lives there, as far as I know. So what happened? Some factory blew up. You know these fucking greedy corps messed up again. God, get them. Judge them out, didn't you? Geht's nur mir so, oder wer verspürt hier noch Silent Hill? Moss Street. Oh yes, das ist Silent Hill. Also das ist sowas von Silent Hill. Der Nebel, das Ortsschild, der verwunschene Bus, der verwunschene Busfahrer, die verwunschene Haltestelle. Eden Street, da wären wir wohl, ha? Now this is your place. Hope you find what you're looking for. God bless you. Schraubenzieher. Wieso heißt der Mann Schraubenzieher?
Northeast Express ist eine Lüge, ist kein Express, Leute. Und warum sollte man in der Gegend halten, wo eh niemand mehr lebt? Wegen irgendeinem Unglück. Ist alles verstrahlt und verseucht. Oh. Eden Street 11. Ja. Ich komme irgendwo im Nirgendwo an und das Erste, was ich mache, ist natürlich weiter irgendwo ins Nirgendwo hineinrennen. Das ist bestimmt eine großartige Idee. Einfach in den nebeligen Wald. Cool, ich kann jetzt schon nicht mehr die Haltestelle sehen. Orientierung sitzt. Ich werde hier sowas von verrecken. Oh. 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 A human? What? Wait, wait, it could be... Fuck! Hey, can you speak? Yes. Let me look at you. What? Joshua? You... No. Hey, you shouldn't be here. He can't be here. No, I know. What? Okay, fuck. We shouldn't be here. Fuck! Silence! I'll cut you loose. Don't do anything stupid. Dad, I got your letter. All right, get inside now. Damn. Was für ein netter Mann mein Vater doch ist. Begrüßt man seinen Sohn so nach 9 Jahren? Oh, verdammt. Alter, was habe ich denn da gegen den Kopf bekommen? Luxuriös. Muss man dem Alten lassen. Boah, die Falle hat aber ganz schön reingescheppert, ne? Vorräte. Dad, ich nehme mir ein Bier. Okay? Da geht's runter in den düsteren Todeskeller. Hat gesagt, geh ins Haus. Na, alter Mann. Spaghettis. Ist also doch ein Acid-Game. Kennen wir doch. Spaghettis mit Fleischbällchen. Listen, and listen to me carefully. I did not send you any letters. Now go downstairs to the basement and lock the door. Don't open the door to anyone. I'll knock 4 times. Remember, 4. Not 3, not 5. 4 times. Do you understand? What the fuck is going on? There's no time for it. Just lock the fucking door. I'll tell you everything when it ends. What ends? The night, son. The night. Ich bleib hier unten. Ich hab immer noch einen Schlag weg von der verdammten Falle. Da bin ich ja mal gespannt, ob Dad das überlebt da oben. Was da wohl abgeht. Okay. Ich bin nüchtern. Ich habe keine Ahnung, was da oben rum rennt oder so, ne? Also ich habe mir nicht wirklich viel davon angesehen. Dad, alles in Ordnung? Vielleicht sollte ich doch mal gucken gehen.
Als du Hilfe brauchst, ne? Hat er gesagt, viermal klopfen. Oh Gott, Alter. Tja, so ein Schädelbruch ist mies, ha? Huh? Ja, geht wieder. Waren das vier? Wie lange war ich weg? Hungry? Really? We were lucky tonight. Just one walking around. It happens. I'm working on an article here. Josh, the public must know the truth. That one that I shot yesterday is all about it. Chemicals, mutations, it's everywhere. I'm trying to make a difference, and this fucking corporation is trying to set me up and make me weak by inviting my son. And that is why you must leave this place, Joshua. Damn, I haven't seen you for years. I can help. But before you leave, I'd like to ask you a favor. A favor? I'm going to K Goods for supplies. A pair of hands and a little chat with my son will be useful. Okay, let's do it. Okay, wir sollen jetzt in den Supermarkt gehen und Dosenbier und Fleisch holen. Das gute, verstrahlte Fleisch. Also, Chemikalien, Mutanten, Monster, cool. Du hast genau den richtigen Mann gerufen. Bekomme ich die alte Flinte? Ach ja, als kleine Information, das Ganze hier ist natürlich wieder ein kleines Indie-Game, ne? Also, das ist jetzt hier kein Big-Budget-Projekt. Das kostet auch, glaube ich, 13 Euro. Das Spiel. Also, ist auch nicht wahnsinnig teuer oder sowas. Ich meine, 30-Euro-Game. Und für die Leute, die jetzt schon wieder schreien, Early Access. Ich weiß nicht, ob da nur ein Entwickler dran sitzt oder mehrere, das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall Low Budget. Aber ich finde die Grafik schon ziemlich gut. Ich dachte eigentlich, die hätten... Bumpy Road, huh? Die hätten keine... It was a good town, pretty good place. You know, I found peace here. After your mom. Dad, I really don't want to hear your excuses. Okay, okay. Ich dachte, die hätten keine Asset-Baukästen ausgeschlachtet. Auf was wartest du denn, als ob hier irgendwo Verkehr wäre? So, how is your family? Divorced. Oh, sorry to hear that. So what kind of job are you doing here? Well, I try to do some public writing. Try to purchase... What the fuck? Alter, was war das eben gerade? Er gibt auf einmal Vollgas, schmeckelt da einen weg und crasht voll gegen eine Ecke. Who are you? Kaya, preacher's daughter. You had a crash, remember? There was a thing. Next time, run it over. My dad was driving. Where is he? I'm sorry. There was no one but you. I must go back and find him. You are Richard's son, right? No, my father. Your dad and my parents. They were close friends. At least you found family here. Damn, I thought this place was just abandoned. A few families stayed. They had nowhere to go. Well, I owe you, but first I need to find my father. I understand. If you have a chance, I need meds and fuel. I can't go by myself, because... Just please, I need it. I'll see what I can do. Take this. It is pretty handy here. I set a timer on your watch when you were out. Try not to be outside at night. I got it. Thank you for caring. Okay, was hat ihm jetzt gegeben? Batterien, Baseballknüppel. Aufgaben. Ich bin hier, ich soll hier hin? Oh Gott, das ist ja ein ewig weiter Weg. Dad, wo hast du mich da nur reingebracht? Gut. Also ja, ich habe da jetzt nicht irgendwie erwartet, dass das jetzt so ein richtiges
großes AAA, AA, whatever Spiel wird. Deswegen, die Leute haben dann immer gleich so Hoffnung und Erfahrung, wo ich mir immer denke, Leute, denkt doch mal nach. Eine Person sollen riesen AAA-Game machen. Das ist natürlich unmöglich, ne? So fair muss man eben nur mal sein, dass man sowas nicht machen kann. So ein Metro wird das natürlich nicht werden, weil da gar nicht die Ressourcen dahinter sind. Oder ein Stalker oder sonst irgendwas in die Richtung. Weil so haben die Leute schon wieder sich da Sachen zusammen gedichtet und fantasiert, wo ich auch gedacht habe, was ihr für Vorstellungen habt. Oh, da ist so ein Typ, der hat daheim so ein bisschen rumgebastelt, dann haben sich noch 5 weitere angeschlossen, jetzt haben die quasi Stalker gemacht. In besser. Und das für 10 Euro, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst, große Entwicklerstudios. So wird's richtig gemacht. Mehr braucht man nicht. Ist ja so völliger Quatsch, ne? Also sowas wird nie existieren in der Form. Ja, man wird immer merken, dass da eben nicht das Budget dahinter ist. Was gar kein Bashing ist für das Spiel, sondern eher, ja, Erwartungshaltung dezimieren von den Leuten. Weil die Entwickler und die Spiele sind oft gar nicht das Problem, sondern eher die Leute, die da Fantasien rein interpretieren wollen, die halt so absolut unrealistisch sind. Hier ist hier wirklich niemand mehr. Ein paar wenige Familien sind hier geblieben. Auf M habe ich auch die Karte, das ist gar nicht so weit. Aber trotzdem recht großes Gebiet, ne? Baseballschläger. Ja, mit einer richtigen Waffe würde ich mich deutlich besser fühlen. Gibt's Holzbretter? Also wird es sowas wie Crafting wahrscheinlich geben. Wir nehmen mal alles mit, was wir so finden können. Das stapelt sich auch. Ja, es ist ein Survival-Game. Es ist ein Horror-Survival-Game mit einer Story. Also, oh, guck mal, hier ist so ein Crafting-Tisch. Was kann ich denn da machen? Entwürfe. Herstellen. Okay, im Moment noch nichts, aber wie es scheint, gibt es dann später Blaupausen. Haben wir sowas wie eine Taschenlampe auf L. Ach, und die braucht Batterien. Okay. Was habe ich hier gefunden? Draht. Medizin. Noch mehr Medizin. Bin mal gespannt, was daraus wird, weil ich finde die Optik schon sehr gut. Ich finde, das sieht schon echt gut aus. Oh, shit. Oh Gott! Okay, der Baseballschläger ist doch gar nicht so schlecht, ha? Huh? Aber ich sollte mir nicht zu viel Zeit lassen. Die Gegner sehen auch echt gut aus. Wasser. Doch eben gerade noch einen Jiggeln gehört. Ist das Wasser oder ist das Wodka? Alkohol, ne? Das ist Wodka. Kann ich hier denn irgendwas bauen? Schieben, ablegen. So, wo gehen wir denn jetzt hin? M für die Karte. L ist Licht. Nachts soll ich nicht rumrennen. Das haben wir jetzt schon mal gelernt. Denn nachts kommen die Ghule. Unendlich Ausdauer habe ich leider auch nicht. Warte mal, hier drüben könnte aber noch was Spannendes sein. Ich habe einen Topf gefunden. Hallo? Irgendjemand hier? Ach, das war eine Apotheke, wo ich eben gerade drin war. Das war doch der Laden, ne? Schon mal gut. Müll durchwühlen ist immer eine gute Idee. Wenn man sich dreht, hat man irgendwie so... Also schwarze Spuren im Nebel. Das ist ein bisschen unschön. Aber es ist eine Alpha. Ja, es ist eine Alpha. Dementsprechend kann sich das natürlich auch alles noch ein wenig verbessern. Darum bin ich halt kein Freund davon, wenn man Spiele dann direkt zerlegt, zerreißt und des Todes bestimmt. Ich bin da immer ein bisschen cooler. Ich schaue mir an, was da so drin steckt und denke mir dann so, okay. Ihr habt schon Chancen daraus, was zu machen.
Hier und da erkenne ich das Potenzial. Mal gucken. Ob das was wird, kann ich natürlich auch nicht sagen, ja. Also ich werde weder von dem Entwickler bezahlt, noch sonst irgendwas. Aber ich bin halt kein Fan von diesem ewig draufgehauen und immer gleich alles zerbashen. Dad? Dad, bist du hier? Was haben wir hier drin? Was war das denn eben? Lappen. Okay, man kann hier wahrscheinlich eine Menge bauen, ne? Objekt aufgenommen. Was habe ich denn da gefunden? Hm. Ah, Fensterbarrikade. Ach so, wir müssen uns sogar verbarrikadieren. Bandage. Space herstellen. Warum kann ich das nicht herstellen? Moment, muss ich das da irgendwie... Wie geht denn das? Auswählen. Verschieben. Aber herstellen kann ich es nicht. Okay, ich hätte schon ein bisschen Materialien. Metall ist wichtig. Auch nicht herstellen. Vielleicht geht's noch nicht, weil... oh mein Gott, wird's hier schnell dunkel. Wow. Ich hoffe, wir überleben die erste Nacht. Die Fenster sind alle total... Oh Gott! Oh. Oh shit. Wo ist der reingekommen? Einfach durch die Tür? Licht gibt's ja auch keins. Okay, hier habe ich einen Lappen. Ich wünschte, ich hätte eine Barrikade machen können. Der Keller ist zu. Batterie. Lädt der automatisch nach die Batterie für die Taschenlampe, oder? Ich meine, wie lange geht hier eine Nacht? Das ist die nächste große Frage. Medikamente. Ah, mein Vater wusste eben, was Luxus ist. Was war das? Dad? Okay. Soweit, so gut. Finde deinen Vater. Sollen wir mal hinten rausgehen? Kann ich hier irgendwie rausspringen? Gibt's eine Hintertür? Weiß es nicht. Eigentlich sollen wir ja drin bleiben, ne? Aber todesmutig, wie ich bin. Das ist ein Riesenanwesen. Okay, super viele Bretter. Dad! Bist du im alten Rübenkeller? Hallo? Es wird wahrscheinlich Metall sein. Okay, finde deinen Vater. Bis jetzt sieht's nicht gut aus. Meinem alten Paps. Keine Ahnung, wo der Typ ist. Tja, in der Garage nicht, im Haus nicht. Kann man da hoch? Gott, der klingt groß. Ist das wieder nur so einer von diesen Dicken oder ist das was anderes? Oh Gott, Alter. Irgendeine mit ekelhaften Tüten. So ein altes Weib. Oh. Oh Gott. Ist das Vieh blind? Ich habe auf ihre Wajuju geguckt. Au. 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 Ich glaube, wir müssen die Nacht überleben. Habe ich zum Heilen? Wie kann ich das verwenden? Benutzen.
Okay, ich halte nicht sonderlich viel aus. Geht der Knüppel kaputt? No, Dad. Ich glaube, die können nicht sonderlich gut sehen. Kann das sein? Was ist das hier? Wegen Objekt aufgenommen. Alter. Wie er geschrien hat, wie so eine hysterische Frau, aber ich kann's verstehen. Geh weg. Lass mich heilen. Und ich habe schon nichts mehr zum Heilen, du, ne? Boah, die Geräusche sind widerlich. Jetzt ist meine Taschenlampe hier noch kaputt. Bleib hier. Bleib. Böser. Böser Mutant. Alright. Ich glaube, ich habe es geschafft. Oder auch nicht. Ich kann leider nicht blocken. Oh. Alter, wie lange geht hier eine Nacht? Ich würde mich besser fühlen mit Barrikaden. Ist das eine Batterie? Konservendose habe ich hier noch. Oh, sie hat daneben geschlagen. Gib hier, schnell! Meine Taschenlampe ist kurz vorm Verrecken. Nö, Alter. Die kann man auch nicht looten. Ich bin voll mit Kram. Boah, die sehen ja immer widerlicher aus. Was mit der hier? So eine Mischung aus Masken-Johnny und... die hat den Mund offen. Oh. Sag mir, dass es vorbei ist. Ich höre nichts mehr. Was war das? Das ist die Kellertür? Klang wie eine Tür, die aufgegangen ist, ne? Hallo? Dad? Boden? Nee. Benutzen will ich das. So, ich bin wieder voll geheilt. Ich nehme hier noch ein bisschen was von dem Zeug mitnehmen. Kann auf der Werkbank auseinandergenommen werden. Dad? Okay, hier fehlt was. Ich habe zwei hier gefunden, im Haus drin. Moment, habe ich Ruhe. Viecher haben es erstmal aufgegeben. Tot. Tot wie alles hier. Das ist halt die Frage, wo ist das Letzte? Okay, jetzt ist sie leer. Jetzt geht sie wieder. Oh, jetzt muss ich so einen kleinen... Ah, hier kann ich Sachen lagern.
Soll ich hier so einen kleinen Würfel oder was auch immer finden? Immer so still und friedlich. Ich traue der Sache nicht. Wie kann man das zerlegen? Ah, nice. Ja, geil. Ja, das ist schon alles ganz cool. Aber heller ist es noch nicht geworden. Ja, eins fehlt mir. Ach komm schon, Dad. Wo hast du das Ding versteckt? Eins haben wir hier gefunden. Eins hier. Ich will wirklich alles absuchen nach so einem kleinen Stück, um diese Tür zu öffnen. Was war das? Achso, der Lichtschalter. Ist nichts. Boah, ich weiß nicht, wo das sein könnte. Aber da wird wohl mein Papst drin sein. Karte gibt mir aber auch keine Informations, ne? Oh, ich höre jemanden. Moin! Willst du zu mir? Willst du zu mir? Draußen ist wieder hell. Oh Gott, da! Da war noch eins. Munition. Ich habe einen Teil der Minikarte, Minenkarte in der Bibliothek gefunden. Aber sie zeigt nur unterirdische Schutzräume. Keine unteren Ebenen. Wir müssen diesen Bereich bald säubern. Wir müssen weiterarbeiten. Lasst euch nicht von Helen erwischen. Wer zum Geier ist Helen? Ich habe eine Knarre. Aber wo ist mein Dad? Mission ist weg. Bandagen und Benzin. Wo kriege ich denn das Benzin her? Okay, wir haben eine Knarre. Das ist doch schon mal was Gutes. Nach der katastrophalen Explosion in der Chemiefabrik der Wellcam Corporation in Pine Harbor, eine Geisterstadt, deren Straßen verlassen sind und alles unbewohnbar gilt. Doch während die Stadt mit den verheerenden Folgen zu kämpfen hat, sieht sich die Wellcam Corp in eine Kontroverse entwickelt und versucht, die Anschuldigungen zu leugnen und Reporter, die nach der Wahrheit suchen, zum Schweigen zu bringen. Exklusiv von Richard Teller. Die einst blühende Stadt Pine Harbor wurde einem jenen schicksalhaften Tag im Jahre 1987 für immer verändert, als ein katastrophaler Industrieunfall die Grundfesten der Stadt erschütterte. Der Vorfall, der nun in die Geschichte der Stadt eingegangen ist, führte nicht nur zur Aufgabe der Stadt, sondern forderte auch zahlreiche Menschenleben und hinterließ eine bleibende Narbe in der Stadt, exklusiv von Richard Teller. Ja, der alte Richard ist ja regelrecht besessen von der Stadt hier. So, ich habe wenig Munition. Und bauen kann ich irgendwie immer noch nichts, ne? Bandagen. Ach, jetzt geht's. Guck mal jetzt. Jetzt kann ich was herstellen. Nice to know. So, dann haben wir hier... Was brauche ich denn für Munition? Das hier ist ACP. Kann ich die herstellen? Yes, I can. Und schon geht es uns deutlich besser, was die Knarre angeht. Na gut, mein Vater ist nicht hier. Das heißt also... Was zur Hölle war das denn? Hallo? Okay, das ist ein merkwürdiges, widerliches Geräusch. Was brauche ich jetzt? Benzin. Bandagen habe ich, jetzt nur noch Benzin.
Gibt's ja sowas wie eine Tankstelle? Man sieht halt hier nicht wirklich viel, ne? Auf der Karte. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Diner. Es ist ein Diner. Kann man hier irgendwas holen? Sieht verrammelt aus. Das Problem ist, ich brauche auch selber Bandagen, wenn ich jetzt hier gleich wieder angeknuspert werde. Aber ich würde ganz frech behaupten, ich würde sogar nachts herumlaufen. Ich meine, ich werde mit denen fertig. Easy. Kriegen wir hin. Okay, Computerladen. Aber wo Benzin? Eine Werkstatt, eine Tankstelle? Hier ist halt wirklich absolut niemand, ne? Und die Frage ist, was ist begehbar und was nicht? Und die noch viel wichtigere Frage ist, kann ich meinen Rucksack erweitern? Denn ihr wisst ja, Loot ist wichtig. Was ist das denn? Ablegen. Ah, hier. Hier steht's ja. Metallschrott. Ist zwar wichtig für Munition, aber im Moment bringt mir das gar nichts, ne? Ich war in der Apotheke drin. Also man kann schon in Gebäude rein. In einige. Okay, jetzt nochmal Holz, Batterie. Ist hier vielleicht irgendwo rein? Wo kriege ich Benzin her? Hat irgendeiner gepennt? Dose. Ich habe so viel Holz, ne? Aber... Na gut, jetzt könnte ich mir Barrikaden herstellen. Bin ich denn... Vielleicht irgendwie hier oben? Benzin 0 von 10. Irgendwo muss es hier... Tankstelle oder sowas geben. Ich will jetzt erstmal nochmal ganz kurz hier rein, denn wir können da schon mal Sachen zerlegen. Das einzige Gebäude, in das ich bis jetzt reingehen konnte. Kann man irgendwo die Uhrzeit sehen? Nö. Vielleicht hier? Nö. Hier war doch eine Werkbank. Die sehr an The Last of Us erinnert. Barrikade. Schrot. Okay, irgendwann kommt hier noch mehr dazu ins Repertoire. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Hilft ja alles nichts. Also bis jetzt habe ich noch keine Werkstatt gesehen, keine Tankstelle. Vielleicht oben am Hafen. Ob da irgendwas ist. Testen wir mal die Knarre. Ja, kann man machen. Kann man machen. Geht schon in Ordnung, das Ding. So, bin ich hier richtig? Yes. Was ist das für ein Geräusch? Das war doch kein Frosch. Übernatürliche Frösche. Okay, das ist... Hotel. Das aber auch zu ist anscheinend.
Vielleicht kommt man da auch rein durch die Story. Das kann es halt auch sein, ne? Dass du dann irgendwie in die Gebäude reinkommst, wenn du die Story weiterspielst. Man da runter? Oh, ein kleiner Ausflug an den Strand. Habt ihr hier Benzin? Alles, was ich will, ist Benzin, Freunde. Toll, ich finde hier total die Schiffsteile und so. Ist das... Ja, das ist Schießpulver, das ist kein Benzin. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es hier so aussieht. Oh, am alten Fischrestaurant gibt es auch nichts. Kann man auch nicht rein. Bis jetzt habe ich hier noch keinen Tropfen Benzin gefunden. Nur ein paar Ghule. Hey, Mr. Ghoul. Der war close. Oh, ein riesiger Parkplatz. Geht's hier lang? Ja, hier gibt's gar nichts. Aber das kann doch nicht sein, dass ich jetzt kein Benzin finde. Ich brauche davon auch noch 10 Stück. That's the point. Gut, ich laufe mal zu ihr hin. Vielleicht gibt sie mir irgendwelche Tipps. Vielleicht sagt sie, ey, Benzin findest du... Indem du an Fahrzeuge gehst und sie aussaugst. Klingt sogar erschreckend logisch, ne? Okay, geht's hier weiter? Tagsüber ist das eine echt nette Gegend. Okay, wir müssen... Irgendwie hier lang. Einmal durch den Wald. Gott sei Dank gibt es eine Karte. Stellt euch mal vor, ich müsste das Ganze ohne Karte spielen. Gott, wäre ich am Sack. Oh, da wären wir im Grunde. Lady, ich habe Bandagen, aber Benzin... Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Wo ist sie denn? Did you bring what I need? Come back when you get it. Ja, ich... Hallo, ich brauche Tipps. Fuel and meds. Check your map. Check your map. Da steht, da ist nichts. Die Alte ist witzig, ne? Die Alte ist richtig, richtig witzig. Oh, find mal Benzin. Ja, wo? Wo finde ich Benzin, Lady? Ich bin hier durch die Stadt gewandert und habe nicht einen Tropfen Benzin gefunden. Na gut. Hier geht's wieder in die Stadt. Es muss irgendwas geben. Schau auf die Karte. Ja, es wäre ganz clever vom Entwickler so ein bisschen, dass man was wenigstens erkunden kann. Dass er dir nicht alles vor die Füße wirft. Alright, verstehe ich. Aber dass man wenigstens wichtige Orte so entschlüsseln kann. Dass sie dann auf der Karte markiert sind. Ah, okay, das ist die Apotheke. Ah, und hier drüben, das ist die Werkstatt vom alten Willi. Ja, dass man so ein bisschen was hat. Das wäre schon nicht ganz dumm. Oh, ich glaube, ich habe Benzin gefunden. Oder? Ja. 4. Oh, nice. Das ist doch schon mal gut. Stell dir mal vor, ich müsste jetzt wirklich 10 finden.
Dass die gleich mal 4, 5 auf einmal geben. Wenn das dauerhaft so wäre, geil. Okay, ich habe Benzin einfach so in der Gasse gefunden. Was bringt denn eine Dose? Gibt zusätzlich Gesundheit. Ach, guck mal. Ja, geil. Jetzt habe ich noch einen Ring. Okay, das ist nice to know. Jetzt bin ich wieder hier gelandet. Benzin! Okay, die gehen anscheinend immer 4. Und ich hatte einfach nur verfluchtes Glück. Was war das denn? Das klang eben gerade nach einem extrem großen, extrem bösen Mutantenbiest. Ich würde eigentlich gerne... Was bringt das hier? Ausdauer erhöhen. Ach, geil. Ja, mega. Aber nicht permanent, oder? Okay, Benzin, Benzin, Benzin. So voll mit Zeugs. Aber leider nicht voll mit Benzin. Es wird schon wieder dunkel. Die Alte will mich doch da draußen verrecken lassen, oder? Die freut sich richtig, wenn ich krepiere. Na, schicken wir ihn mal los, Benzin holen. Wird er eh nicht überleben. Wahrscheinlich wird er tot sein. Er wird ja auch nie rausfinden, dass wir seinen Vater gegessen haben. So, wo bin ich? Am Rand. Tja, Benzin ist eben ganz schön selten im Vergleich zu den anderen Sachen. Eins noch, komm, ein Benzin. Eins noch. Bevor es dunkel wird. Danke. Okay, wo bin ich? Wie schaffe ich es immer wieder am Rande der Stadt zu landen, ne? Döschen. Döschen Hundefutter mitnehmen. Guck mal, hier ist so eine Garage. Wo ich einfach rein kann und ein bisschen Benzin finden kann. Hier ist ein Auto. Leider ohne Benzin. Was ist das? Klingt... Oh, Benzin. Klingt wie ein riesiges Monster. Okay, wo bin ich? Ich bin hier. Also können wir... Und jetzt finde ich natürlich überall Benzin. Jetzt an jeder Ecke. Oh, guck mal hier, Benzin. Völlig wertlos. Kann ich wegschütten. Na gut, wir gehen jetzt einfach geradeaus durch. Hoffen, dass wir dem riesigen, komischen, gulli-gesichtigen Monster nicht in die Arme laufen. Dann wird alles gut. Na, nee, die Ausdauer ist schon wieder weg. Das ist nur temporär. Wäre auch ein bisschen zu stark. So, und jetzt... hier lang, ne? Ja, und das einfach geradeaus. Im Grunde einfach erstmal geradeaus. Haben wir endlich die Bedürfnisse der jungen Dame befriedigt. Hatte ihr Drecksbenzin? Vielleicht hat sie Informationen über unseren Dad. Was aus dem alten Schlumpf geworden ist. Hier rein. Wird schon wieder dunkel? Ich glaube ja, ne? Ich hoffe, sie sagt wenigstens, du kannst bei mir unterkommen. Ist ja wohl das Mindeste.
Ah nein, guck mal. Es füllt sich trotzdem. Alright. Ja, jetzt habe ich es falsch. F. 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 Ja, geil. Okay, das ist schon ziemlich geil. Moment. Muss ich gar nicht hin. Permanent bin ich jetzt revitalisiert. Ah, kann ich nicht motze. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz nützlich zu wissen. Die Frage ist, wie lange hält es? Wenn ich sterbe, ist es dann weg? Yo! Did you bring them? Leave them on the doorstep. Hey, something happened to my father. I saw his notes about some kind of mines. Do you know where it is? Mr. Teller, mines? I left a mark on your map, but I have to go. I'm sorry. Alter, ihr Gesicht, ne? Irgendwie so ein Gesicht, wo man reinschlagen will. Tut mir leid, ich empfinde eben nur mal so. Und jetzt? Hat sie meine Sachen genommen? Ja. Hat sie mir einfach aus dem Inventar gefischt. Oh, das ist ja wirklich ziemlich weit weg. Gott sei Dank habe ich Wasser getrunken. Sportlerwasser davor gesoffen. Deswegen bin ich jetzt richtig fit unterwegs. Gleich wird's dunkel. Das kann nicht mehr lange dauern. Dann haben wir ein Riesenproblem. Irgendeine Mine. Natürlich, es muss irgendeine alte, verwunschene Mine sein. Was denn auch sonst? So, ist das die Straße hier? Ja. So sieht das echt geil aus. Muss schon sagen. So atmosphärisch und so. Also, der Baukasten... Frag mich eh, warum das alles noch nie jemand aufgegriffen hat. Also von den etwas größeren Studios. Weil immer wenn ich dann so größere Projekte von etwas größeren Studios sehe, sind das immer so typische Indie-Games. Wisst ihr, was ich meine? So irgendwelche Plattformer oder irgendwelche ganz rührseligen Geschichten, die mit einem ganz exzentrischen Grafikstil erzählt werden müssen. Also Dinge, die eben nie kommerziell massentauglich sind. Die vielleicht an sich ganz nett sind und ja, es ist eine süße Geschichte und ja, es ist eine tolle neue Grafik, aber nie sowas, wo man weiß, das ist ein Konzept, das holt die breite Masse ab. Das spricht mehrere Menschen da draußen mal an. Und ist nicht eben einfach nur das Indie-Ding. Oh, ich muss die Mine erreichen, bevor es dunkel wird. Und das hier wäre sowas, wenn da wirklich ein großes Team dahinter steht, das alles füllen, bessere Gegner... Bessere Gesichtsanimation, dann... Why not? Why not? Das ist halt der Fluch von Indie-Games. Sie denken nicht kommerziell. Weil ich finde, so ein bisschen kommerziell denken ist ja auch nicht verkehrt. Okay, jetzt ist offiziell... Pitch Black Finsternis Nacht. Und es ist wirklich ganz schön finster. Draußen kann mich aber nichts fressen, oder? Die Mutanten sind eher so in Stadtregionen. Einmal über die Brücke, dann links. So, bitteschön. Was soll der Geiz, oder? Was soll der Geiz? Okay, die Straße hier führt direkt eigentlich zur Mine hin. Ja, da braucht man einfach ein bisschen mehr Pacing. Ein bisschen mehr... Ja, es ist meistens ist das Problem so ein bisschen das Pacing, finde ich. Wenn jetzt zum Beispiel hier aus dem Nebel, es müsste ja nicht mal ein Gegner sein, mit dem du kämpfst, einfach irgendwie so ein riesiges Vieh läuft da einmal durch. Nur dieses, wow, was war das? Und schon hast du wieder eine Erinnerung im Kopf. So, wow, habt ihr gesehen, das riesen Vieh, was da an uns vorbeigeschlichen ist? Krass, was war das und so, ne? Es fehlen einfach dieses, ich bleib dran, wow, Momente. Das brauchen die Spieler. Effekthascherei ist das auf der einen Seite, aber ein Spiel ist ja auch ein Entertainment-Produkt. Ich will
mit Effekten gehascht werden. Ja, ich will das. Ich verlange das regelrecht. Ich find's geil. Auch bei Horrorspielen. Finde ich immer gut, wenn da irgendwie ein bisschen halt was passiert. So, ab in den Gulli. Ich habe nicht so viel Munition, aber ich habe ihn erwischt. Ah, was sind das für Dinger? Ich glaube, hier muss ich rein. Jetzt komme ich auch nie wieder raus. Cool. Das nehme ich mal. Ganz viel Metallschrott, aber ohne Werkbank bringt mir das alles nichts. Do not follow me! Wow, wow, Dad! Wie geht's? Ich finde auch, die Viecher sehen gar nicht mal so schlecht aus. Oh Gott! What the? Ih, der sieht ja richtig widerlich aus. Okay, ein paar Gegner sehen schon cool aus. Au, au. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Was habe ich noch so als Heilung? Na toll, ich habe das hier, aber sonst habe ich nichts. Die hat mir wirklich alles rausgenuckelt, die Alte. Ich brauche unbedingt Munition. Da habe ich noch 7 Schuss. Ich glaube, jetzt habe ich den ganzen Keller hier unten abgemurkst. Oh Gott, der wird auch nochmal lebendig. Fucking creepy. Ja. Alter. Gobu. Wie geht's? Alright, Game. Da steckt ja doch noch ein bisschen mehr drin. In der Alpha. Was sagt die Taschenlampe? Die ist eigentlich noch relativ frisch. Oh. Ha. Huh. Toll. Das bringt mir erstmal nichts. 2 Zahlen brauche ich. Das ist nicht zufällig Zahlen, Stinkemann. Oh. Kann ich nicht mitnehmen? Warte an. Tauschen wir hier. Tauschen wir so. Die Duschen. Boah, du musst wirklich Headshots verteilen. Hey! Oh! No! Oh Gott, halten die viel aus. Tja, den Duschen war eben noch nie was Gutes, ne? Ey, ich brauche eine Werkbank, sonst bin ich tot. Hätte ich das gewusst, hätte ich viel mehr Munition hergestellt. Ich habe keine Ahnung, was hier unten für eine Party abgeht. Bin ich hier reingekommen? Ich habe mich auch komplett verlaufen. Brauche ich irgendwas für? Wie viel Schuss habe ich noch? 1. Oh Gott, guckt euch den an.
Bitte. Oh, wir sind beide gestorben. Cool. Wo lande ich jetzt? F für Neustart. Ich lande hier mit 0 Munition. Sind die Gegner wenigstens geklärt? Weil dann... Game over. Wenn die hier noch alle rumrennen. Aber mein Loot habe ich ja noch. Den Loot habe ich noch. Ich hoffe, die Gegner kommen jetzt nicht wieder. Das wäre nämlich gar nicht gut. Ich höre einen. Oh Gott! Ey, leck mich. So ein Stalker. Alter, das sind die schlimmsten. Alright. Hm, sehe schon. Ich habe halt nichts zum Heilen. Ich habe jede Menge Alkohol. Ich habe auch ganz gut Lappen dabei. Aber ohne Werkbank. Ich habe auch nur noch einen Hit. Ohne Werkbank. A1. Ich bin tot. Wenn ich blocken könnte, hätte ich noch eine Chance. Wenn ich blocken könnte, hätte ich noch eine Chance, aber so? Kann ich noch mal raus? Oder, nee, wir sind ja durch ein Loch reingekommen. Mist, ich bin sowas von verloren. Ich bin sowas von verloren. Ist natürlich jetzt kacke. Aber die Gegner spawnen nicht. Also wenn ich den nächsten töte... Naja, der Typ ist tot. Komme ich wenigstens langsam systematisch voran. Ich einfach nur ausrotten. Ah! Den muss ich wenigstens noch mit in die Hölle nehmen. Spam! Boah. Ihr kleinen Gorbnik. Das ist ein Quest-Item. Nee. Auch nur zum Auseinandernehmen. Batterie. Hier so super viele. Was ist das hier? Mist. Oh, Kacke. Geht's. Das ist auf jeden Fall ein Quest-Item. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Quest-Item. Hier liegen so viele Sachen rum, aber ich finde nicht eine einzige Werkbank bis jetzt. Waren wir hier? Sind wir von hier gekommen? Ja. Wenn dahinter jetzt ein fetter Boss ist, habe ich keine Chance, Alter. Strom, hä? Dahinter ist irgendein fetter, super widerlicher Boss. Okay, das waren jetzt die A-Reihen. Dann gehen wir mal rüber zu den B-Reihen. Waren wir nicht bei B vorhin? Hier drin kannst du dich aber auch verlaufen. Ah, hier B. Die, Mother, F. Für was den ganzen Loot, wenn man keine Werkbank hat? Ah, guck mal hier. Okay, wir haben schon mal eine Karte. Das ist ganz gut zu wissen. Werkbank? Oh, Gott sei Dank.
kein Platz, ne? Warte. Hier lasse ich was fallen. So. Bandage. Nice. Nice. So. Perfekt. Blind. Jetzt ist er auf jeden Fall tot. Ob der blind ist, keine Ahnung. Aber er ist tot. Karte. So, wir waren bei A. Kitchen. Storage Room. Room, Room, Room. Room. WC. Entrance. Frage ist, wo mache ich hier Strom an? Wow. Gott, du Creep, Alter. Bah. Wie mache ich hier Strom an, ist die Frage. Bin ich jetzt Maintenance Room? Ich wette im... Da müssen wir rein. Da ist der Strom. Aber wir brauchen einen Schlüssel. Ich wette, der ist im Safe. Wo war der Safe? Wahrscheinlich irgendwo beim Office hier. Das ist der Code. What is the code? Liegen hier Dokumente rum? Man lesen kann? Okay, Specky ist es schon mal nicht. Das ist vielleicht irgendein Code? Zeitungartikel oder sowas? Ein Ordner? Irgendwo ein Dokument? Ha. Huh. Nee. Hm. Kann man in sowas wie Dokumente reingucken? Was ist das für ein Geräusch, Alter? Doi. Es sind nur zwei Ziffern. Ich wette, da ist der Schlüssel drin. Womit es potenziell weitergeht. Kann man sowas hier kaputt machen? Man kann es kaputt machen. Da war sogar Munition drin für eine Waffe, die ich aber noch nicht besitze. Nice. Ja, das habe ich hier unten alles ausgerottet. Aber nicht den geringsten Hinweis auf einen Schlüssel oder sonstiges. Storage Room, Kantine. Hier waren wir schon drin. Oh, Bandagen. Hätte ich das mal früher gewusst. Leck mich am Ärmel, hier ist eine Shotgun. Geil, Alter. Pickaxe. Was ist geil an der Pickaxe oder ein Baseballschild? Kann ich hier nicht wegwerfen? Nö. Ich kann aber so viel nicht schleppen.
habe ich aufgenommen. Oh, noch Platz für Patronen potenziell. Das waren schon mal keine Shotgun-Patronen. Was habe ich da eben eingesammelt? Batterien waren es auch nicht. Alter, eine Shotgun. Ich glaub's ja nicht. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich da eingesammelt habe. Alkohol. Bin ich voll. Was ich bräuchte, wäre Stofflappen. So, also hier ist schon mal nichts. War ich in der Kitchen? Nee, war nicht in der Kitchen. Ach, ich war... Das ist die Küche gewesen. Ah, das war gar nicht Storage Room. Das war die Küche? Ja. Das war die Küche. Naja, wir haben eine Shotgun gefunden. Das war schon mal was. So, jetzt geht's hier zum Eingang. Da geht's zum Office. Und hinten waren die Rooms, Rooms, Rooms. Und dann waren da nochmal Treppen. Ist das hier? Das ist Shotgun-Munition. Ich nehme es auf jeden Fall auf, aber... Nee, das ist ganz normale Pistolenmunition. So, hier geht es schon mal nicht weiter. Müssen wir nochmal ins B-Gebiet. Da haben wir irgendwas übersehen. Da muss es irgendwas geben. So, B-Gebiet. Kann man leider nicht öffnen, die Dinger hier, ne? Oh, okay, hier gibt es doch einiges an Munition. Hätte ich mal früher auf so ein Ding geprügelt. Und hier ist noch weiter B-Gebiet. Das kann man nicht öffnen. Dann ist noch ein Raum hier. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich schreibe in dieses Tagebuch, damit ich mich nicht in der Zeit verliere und ich auch nicht meinen Verstand verliere. Nach der Explosion an der Oberfläche ist die Mine zusammengebrochen. Es ist unsicher, an der Oberfläche zu gehen. Ich habe das Gefühl zu ersticken und das riecht nach einer Art Säure. Wir haben uns in einem Schutzraum eingeschlossen. Und warten auf Rettung. 26 Menschen sind noch übrig. Vorarbeiter Jeff Gluten und seine Kollegen sorgen für Ordnung und rationieren die Ressourcen. Ich kenne schon mein ganzes Leben, aber er war noch nie so nervös. Ich verstehe, warum er nervös ist, denn er ist für uns verantwortlich. Am Abend haben die Jungs und ich Karten gespielt. Jemand hat eine Gitarre mitgebracht. Ich habe heute herausgefunden, dass Jeff die Drähte aus dem Haupttor herausgerissen hat. Außerdem hat er den Treibstoff aus dem Generator abgelassen und behauptet, es sei zu unserer eigenen Sicherheit. Wir müssen auf die Rettungsdienste warten, sagt er. Jetzt gibt es keinen Strom mehr. In den Gängen müssen Taschenlampen benutzt werden. Ich konnte nicht schlafen. Bob und Mitchell sind heute gestorben. Es gab einen Streit um eine Dose Pfirsiche. Alle sind sehr nervös. Jeff hat angeordnet, die Zelle nachts nicht zu verlassen. Sieht so aus, als wäre jetzt jeder auf sich gestellt. Trotz der Einschränkung ging ich nachts auf die Toilette. Als ich mich dem Eingang näherte, hörte ich von dort einen erstickenden Schrei. Ich schaute genau hin und sah sie. Jeffs Kollegen schändeten Eric. Ich hörte seine Schreie. Ich war entsetzt über das, was ich gesehen hatte. Ich rannte weg, weil ich Angst hatte, was sie wohl tun würden, wenn sie entdeckt würden. Was tun würden, wenn sie entdeckt würden? Dieser Ort verwandelt sich in eine Hölle. Heute Morgen bin ich an Erics Zelle vorbeigegangen. Sie war geschlossen. Ich beschloss, Jeff alles zu erzählen, in der Hoffnung, dass er eingreifen würde, aber er befahl mir zu schweigen, sonst würde ich an Erics Stelle landen. Ich muss den Albtraum entkommen. Ich habe den Schlüssel zum Generator gestohlen und im Badezimmer versteckt. Ah, Treibstoff in den Generator ist im Safe des Vorarbeiters. Okay. 25
Für 56, 8. Okay. Jeff hat seine Zelle heute nicht verlassen. Ich muss auf eine andere Gelegenheit warten. Die Vorräte im Bunker werden noch ein paar Tage reichen. Ich schleiche vorsichtig durch die Gänge, um mich nicht aufzufallen. Wir haben heute das letzte Essen aufgebraucht. In den Fluren riecht es jetzt stark nach Metall. Auch aus der Nachbarzelle kam heute niemand heraus. Ich habe mehrmals an die Tür geklopft, aber es war nur Stille. An der Tür waren Blutflecken zu sehen. Jeffs Kollegen haben die beiden in seine Zelle gebracht. Ich bin froh, dass ich einen weiteren Tag überlebt habe. Der Vorarbeiter hat sich nun schon seit 6 Tagen in seiner Zelle verschanzt. Ich bin furchtbar hungrig. Ich habe Angst, dass es mein Ende bedeutet, wenn ich da reingehe. Ich überlege mir einen neuen Plan, um hier rauszukommen. Ich habe die Jungs schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Es herrscht Totenstille in den Gängen. Ich habe eine Karte unserer Unterkunft gefunden, auf der ein Abflussrohr über der Küche eingezeichnet ist. Wenn es mir gelänge, die Decke durchzubrechen, hätte ich vielleicht eine Chance zu entkommen. Okay, jetzt haben wir die Infos, die wir brauchen. Kann ich davon welche herstellen? Dafür muss ich erst irgendwas wieder rauswerfen, weil ich ein sehr limitiertes Inventory habe. So. Wir haben Shotgun-Munition. Ja, nice. Und wir haben Infos. Okay, ich muss zu den Toiletten. Da lang. Wo hat er hier den Schlüssel versteckt? Ist nur ein Klo offen. Ah! Cool. Wo war der Safe? Der war im Offiziersraum. Ne, warte. Da hoch. Ist das hier nochmal Shotgun-Muni? Oh ja. 5-8. 2-8. Yes! Glück gehabt. Wollte ich das nochmal nachlesen können. Tagebuch. Ah, okay. Das kann man wirklich nachlesen. Gut, 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 gut. So, und jetzt nochmal hier in den... Hier bin ich richtig. Nein, warte. Andere Richtung. Noch jemand am Leben? Oder habe ich hier jeden ausgerottet? Wow, 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 wow! Uff! Boy! Nicht cool, Alter. Also will ich gar nicht wissen, was für Monster dahinter lauern. Das wird böse. One shot down. So, wo bin ich jetzt? Wo will ich hin? Oh oh. Blind Willy. Würd's geil finden, wenn man hier noch ein bisschen splattern könnte, ne? Dass die Köpfe wegfliegen und so. Das wäre sehr gill. Heilige Kacke, was erwartet mich dahinter? Ist nicht verzeichnet auf der Karte. Dad? Pups?
Hallo, hallo, hallo. Wo bin ich hier gelandet? Da gibt es auf jeden Fall nochmal Muni. Muni finde ich immer gut, deswegen nehmen wir alles mit. Hier ist noch was. Hätte ich gerne jetzt eine Dose, die ich essen könnte. Gehe zu Kaya. Wo bin ich jetzt? Bei einer alten Fischfabrik? Wie komme ich denn hier raus? Ist das der Weg? Shotgun ist bereit. Ich bin irgendwo ganz da oben, ne? Das Spiel geizt schon mal nicht mit Laufwegen. Ah, wir müssen jetzt hier wieder rüber und über die Brücke. Ja, das Spiel geizt schon mal nicht mit Laufwegen. Jetzt bin ich hier und jetzt müsste eigentlich... Man sieht ja nichts dank dem verdammten Nebel. Ich glaube, hier müsste gleich die Brücke kommen. Straße. Schon mal anfangen. Ja, jetzt haben wir den ganzen Weg zu der alten Troller. Auto wäre doch echt gut. Ist ja anscheinend im Spiel drin. Wenn man jetzt mit dem Auto dahin driven könnte, wäre schon ein angenehmer Vorteil, sag ich mal. Auch, dass die Lagerbox halt bei meinem Vater in dem Haus drin ist. Ich meine, das ist ja auch ewig weit weg. Da gehst du jetzt auch nicht einfach mal so hin, ne? Also so ein bisschen die organisatorischen Elemente müsste man schon ein bisschen besser aufbauen. Ja, nackter Mann im Wald. Probleme aus dem echten Leben. Wird's halt wieder die Hauptstraße hier folgen. Und halt die Stadt noch ein bisschen lebendiger gestalten. Einfach die Gebäude aufmachen. Weil ich meine, eine Apotheke, da geht ein bisschen mehr. Da geht definitiv ein bisschen mehr. Was sagt meine Ausdauer? Gott sei Dank fühlt es sich schnell auf, wenn man ein bisschen stehen bleibt. Deswegen gucke ich auch immer mal auf die Karte. Weil wenigstens kriegst du da auch ein bisschen Ausdauer zurück. Wird schon wieder dunkel? Gefühlt bin ich nur nachts unterwegs. Gefällt mir gar nicht, du. Dass es jetzt schon wieder dunkel wird. Schnauze. Ah, es wird schon wieder dunkel. Okay, hier geht's zu meiner Freundin. Die Pfarrerstochter, die geile. Die nicht geil aussieht. Nope. Nope. Nicht mein Typ. Zu sehr Gesichtsgulasch. Allein die Schlauchlippen und die merkwürdige Mimik. Würde ich wahrscheinlich Anfälle und Krämpfe bekommen. Oh ja, schon wieder fast dunkel.
My father is sick. Quiet, please. How bad is it? Mr. Teller, did you find him? No, but I did find a diary in the mines. When everything happened, the mines collapsed. No one came out. Looks like one survived. Any clues whose diary this belongs to? Initials RG. Wait, I'll show my father. Sag ich doch, das Gesicht ist echt, weiß nicht, creepy. Unangenehmes Gesicht hat die Dame. Sehr, sehr unangenehmes Gesicht. Dad believes it belongs to Ron Garrison. I marked his house on your map. Hope it helps. I'm sorry, Josh. I have to go. My father's getting worse. Damn it. Ja, jeder ist sich selbst der Nächste, ne? Oh, Kacke. Was ist das denn passiert, dass es jetzt so super dunkel wurde? Piep, 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 piep. Jetzt geht die Silent Hill Sirene los. Okay. Mal sehen, ob uns der Typ weiterhelfen kann. Man sieht halt echt nichts. Schade, dass der Kollege nicht springen kann. Aber lass es lieber. Wahrscheinlich wird es dir eh nur irgendwas brechen und dann ist das Geheule wieder groß. Also wenn das Spiel sagt Dunkelheit, dann... Ja, meint es Dunkelheit. So, hier lang. Bis ans Ende der Straße, dann links. Nee, noch eins weiter. Also dafür, dass man Fensterbarrikaden bauen kann, ne, ist nachts eigentlich nichts los. Okay, wie komme ich jetzt zu dem Typen hin? Das da? Hier richtig? Andere Seite. Aber schon irgendwie richtig. It looks abandoned, like everything else in this town. Heißt ja nix. Who the fuck are you? Josh Teller, and I think I might have found something that belongs to you. Burn it. So, Teller, you are his bastard, right? I'm looking for him. Do you know where he could be? No shit, kid. You have no idea what you're into. I knew him well. How the pride of one little man destroyed dozens of families. Ask him about it. I will, so you know where he is. The one that crawls in the night. Find her. Find him. But you need explosives to clear the path. I left a mark on your map. Now, go away. Der Halbghoul. Finde den Sprengstoff. Mitten der Nacht? Sorry. Okay, jetzt habe ich sie wahrscheinlich alle aufgeweckt. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Ach du Heilige. Oh, der kann irgendwas spucken. Ich bin tot. Oh, verflucht. So viel zum Thema. Nachts ist ja gar nichts los. Wie ist die Lage? Wo zum Geier bin ich?
Wo muss ich hin? Irgendwo hier hin. Kleiner Trip in den Park. Das kann was werden. Da nachts durchzukommen. Oh Gott, irgendwas verfolgt mich. Irgendein Mistvieh. Oh, verflucht. Ich höre was. Der Wind. Aber wo ist das Dynamite? Was ist das? Verschlag im Boden? Nee, das ist ein Weg. Ende. Autsch. Ihr kostet mich echt viel Munition. Oh, eine Hütte. Dynamit? Da, verflucht! Ich bin sowas von tot. Okay, so viel zum Thema nachts draußen rumrennen. Geht weg. Geht weg. Please. Okay, ich hab... Nein. Oh. Hab ich noch Heilung? Yes. Okay, wenn ich mich anvisiere, dann... gehe ich drauf. Jetzt auf einmal wird gesplattert, ne? Alter! Halt den Arm abgeschossen. Ihr fresst meine Munition! Was für ein Schrei. Was ist das? Alter, guckt euch das an! Ich glaube nicht, dass wir hier rauskommen. Ich renn! Der ganze Wald ist voll mit Viechern. Run, my friend, run. Ich weiß auch nicht, was das für ein Ding ist. Ich meine, so einen Spuck habe ich auch nie wieder gesehen. Oh. Ich glaube, ich bin sie los. Hat sogar richtig geruckelt, weil es... Boah, hier ist ein Supermarkt. Was ist das denn? Nein, 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 nein. Ich will es konsumieren und nicht wegschmeißen. Krass. Ja. Doch noch mehr Gebäude, wo man rein kann, wie es scheint, ha? Dein Mother F. Hier gibt es Benzin. Ohne Ende. Oh, was war das? Sag mal, bin ich vergiftet? Blute ich oder sowas? Oh, nee! Das erklärt einiges.
fresse ich einfach direkt. Wo ist denn der Supermarkt? Ach, das Riesending hier drüben. Da geht's in den Supermarkt. Na, aber irgendwas Special-mäßiges ist ja jetzt auch nicht drin, ne? Lappen sind halt ultra selten. Die brauchst du halt auch so dolle. Das hier? Nur eine Dose. Das Spiel schickt dich aber ganz schön aggressiv von A nach B. Okay, ich soll irgendwo da hinten in den Wald. Ab da hinten in den Busch. Und wir haben Sprengstoff. Zerbomben jetzt die Hütte oder was? Ich habe nicht mehr viel Munition. Ja, man sollte wohl doch lieber drin bleiben in dem Gebäude. Es war doch nicht so intelligent, draußen rumzurennen. Ich hab's unterschätzt, weil da ja nichts los war. Dann dachte ich so, naja, ist halt ein bisschen dunkel, aber sonst geht doch. Bisschen dark, aber sonst doch ganz nett. Gut, ich hab mich getäuscht. Okay, ist es das, was ihr hören wollt? Ich habe mich getäuscht. Draußen sind verdammte Drecksmonster. Was ist das? Jetzt drauf gehen wir nicht cool. Da hätte ich doch easy drüber klettern können. Für was braucht man für sowas Dynamit? Hätte ich auch ohne Dynamit irgendwie gepackt. Soll ich da runter? Soll ich da runter? Ich glaube, wir sollen eher mal hier dem Weg folgen. Hallo? Bin ich hier richtig? What the fu... Was zum Geier ist das? Eine Wurstspinne? Hier geht, die will mich befruchten. Wo ist sie hin? Hat mein Vater eine Affäre mit einer Wurstspinnenfrau? Oh Gott. Ich schieße einfach so lange in die Fresse, bis du mich in Ruhe lässt. Ich habe keine Munition mehr. And what have you done to him? You will never understand. Geht's? What? Sorry, boy. It's beyond your understanding. Du hast sie echt gevögelt? Ende des ersten Teils. Ja, man sieht es ja hier unten, ist so eine Alpha. Also,
mein Resümee. Man muss auf jeden Fall noch eine Menge machen, dass daraus ein gutes Spiel wird. Es hat schon einen netten Baukasten, ja. Es hat auch hier und da ein paar coole Ideen. Man könnte schon was draus machen, aber man muss es halt abwarten, wie es sich entwickelt. Eure Meinung zu dem Ganzen jetzt mal bitte in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt. Ansonsten für Leute, die es wirklich bis zum Ende geguckt haben, Hashtag Wurstspinne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und tschüss!